Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Leech T2 im Ranglistenmodus. Amon und Lukas wieder dabei. Wir bleiben bei der Burg, logischerweise. Welcome to Nova. Dich raus, dich rein. Dich raus und dich rein. 13 ist schlecht. Aufprallschaden. Haben wir doch. Haben wir doch alles da, mein Jung. So, wir haben Stich. Gut dabei, magischer Schaden. Mäßig. Deswegen werden wir mit magischen Schaden starten. Dann können wir Aufprallschaden upgraden. Also klar, Aufprallschaden sind bei mir jetzt nur Tanks. Na? Bone Crusher, Golem und der Dax. Aber wir haben Stichschaden gut dabei mit dem Elite Archer und mit dem Elemental. Ich muss dann auf jeden Fall nochmal rollen, damit ich ein bisschen magischen Schaden noch dazu kriege. Nekomata mit drei Aufwertungen. Wir gehen gleich auf dem Elementar. Da können wir dann den Bone Crusher draus machen und den Dark Mage. Dass wir noch ein bisschen magischen Schaden mit reinkriegen. Jetzt auf jeden Fall erstmal ein Upgrade. Elementar rein. Auf Skorpione können wir gut senden. Gerade bei der Yozora und bei Nekomata ist das super. Sehr schön. Die machen wir alle weg. Er sendet nicht mal. Okay. Ich weiß nicht, was er sammelt. Und wahrscheinlich dann Robos schicken für meine Blume. Gehe ich mal stark von aus. Nico macht noch am Kämpfen. 6 Upgrades. Tsunami aufwärts. Tsunami übrigens super gut mit Blume zusammen, weil der den Fähigkeitsschaden erhöht und die Blume hat Fähigkeitsschaden. Übrigens genau wie der Elite Archer und die normalen Wassergeister. Von daher sind die dann hier top. Haben wir nicht rausgekriegt, nicht so schlimm. Ich fahre den Bone Crusher auf, damit wir ein bisschen Tank Power haben. Machen wir Echsen rein, was soll's. Ich hab natürlich das Einkommen verpasst.
Oh nein. Crab Lord. Holy shit. Ich habe alles durchgelassen. Also einen kleinen habe ich gekillt. Ungünstig. Machen wir einen Bone Crusher rein. Da hat mich auch nicht Kohle gekostet. Flächenschaden war nicht stark genug. Ich muss unbedingt den Elite Archer bauen. Oh, das gibt es doch gar nicht. Mini-Leben. Ich brauche noch 10. Elite Archer. For the clan. Blut mit rein. Mana raus hat er. Der Elite Archer ist unglaublich wichtig, gerade jetzt für die, für den Schaden. Muss ein paar Blöcke aufbauen. Ja, gehe ich mal auch von aus, weil die meinen Flächenschaden wegdrücken wollen. Ah, das Wort rein. Das gibt uns wenigstens wieder ein bisschen Geld zurück. Das ist sehr gut. Das Upgrade kann ich mir aber nicht leisten. Kostet zu viel. Go with the flow. Wie viel kriege ich hier raus? 132. Blut muss auf jeden Fall rein. Wir müssen die scheiß kleinen Teile down kriegen. Das können wir machen. Mehr nicht.
Double Blume Golem ist dabei. Golem wird einiges abhalten. Den haben wir zum Glück verstärkt. Bonecrusher werden ein bisschen was blocken. Aber Mole und Hermit sind natürlich da krass. Für meinen Flächenschaden der absolute Tod. Ich kann nur eine Hexe schicken oder so. Ja, im Late Game sind wir strong so, aber gerade am Anfang ist hart, ne? Aber Leader Archer, der wird hier die Runde unglaublich wertvoll. Zack. Ich kann nur noch eine Schnecke rausholen. Mehr geht nicht. Ich habe keine Worker, ey. Muss dringend Worker aufbauen. Ja. Schöner Bounce. Hör mit down. Sehr schön. Machen Dark Mage Upgrade und noch ein Tsunami reiten. Sollte reichen. Ja, ist auch mega Flächenschaden mit Cascade, den Masken, Explosion Baum. Aber es sieht nicht allzu schlecht aus. Ja, Tsunami ist gleich weg. Blume lebt aber noch. Blume tot. Zweite Blume lebt noch. Schade. Da kam die Explosion, da waren sofort alle weg. Wir können hier auf jeden Fall das Blume Upgrade jetzt machen. Oder den Golem. Aber ich glaube, wir machen das Blume Upgrade. Okay, das Blumen-Upgrade war wichtig. Lass ich mal schauen. Er hat ein paar. Die sind egal. Hat mega Crab Lords. Das heißt, ich muss wahrscheinlich an den Ogre reinknallen. Ich habe alles gehalten, Junge.
Ein Ogre ist wichtig für diese kleinen Scheißviecher. Golem aufwerten. Das kriegen wir noch Hirn mit rein. Und dann sind wir gut bedient. Der Ogre ist aber wichtig gerade für diese kleinen Scheißer. King Upgrades. Sehr schön. Oh, mega viel durchgekommen. Bei uns nicht ganz so viel, die haben alle noch Mini-Leben. Holy shit. Das werden wir ordentlich aufbauen hier. Mit unseren Workern. Dax. Hier werden wir noch upgraden und dann holen wir einen Worker. Seepferdchen nicht schlecht. Das ist gut, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit und dann nehmen wir noch ein bisschen magischen Schaden mit. Ein Blumen haben wir zwei, das reicht. Die Priesterin wäre, glaube ich, nicht schlecht. Passt schon. Not enough gold. Go with the flow. Wir haben es auch nicht wirklich aufgerüstet. Die könnten natürlich jetzt schicken. Nächste Wave halte ich besser. Ich verstärke den. Gute Entscheidung. Ah, Thaddeus wird durchkommen. Ja, wir haben King gut aufgewertet. Das geht klar. Regeneriert er relativ schnell. Das ist gut. Ich werde mal noch so einen Windfalken bauen. Das sollte einfach noch ein bisschen gegenwirken. Und dann müssen wir wieder auf Ogre gehen. Pack Leader natürlich super. Hat viel magischen Schaden. Pack Leader super. Ogre. Und dann sieht das gut aus. Pack wieder rein, hundertprozentig. Ein Ogre. Ogre muss einfach sein.
Das ist zu stark gegen diese kleinen Teile. Regeneration noch mit rein. Die sind schwach. Die sind Level 1. Guck mal, was wir noch so rauskriegen. Auf jeden Fall sieht es aus, brauchen wir noch einen Golem verstärken. Die werden wir verhärten. Nur 35, was können wir da noch reinknallen? Bisschen Fernkämpfer, ne? Beten ist gut. Oh, sehr nice. Das ist sehr nice, sie sind vorbeigekommen. Okay, hat gehalten, ich bin down. Und die sind beide durch. Sieg. Sieg für uns. Weil das kann er zumindest so reduzieren, dass das was wird. Zack. Victory. Harter Flächenschaden. Flächenschaden kann richtig geil sein, aber manchmal fuckt er auch richtig ab. Gerade mit Maulwürfen und Hörmitz. Jawohl, 10 mehr. Perfekt, das waren weiter ohne Legion. Schaut euch gerne beim letzten Video vorbei, habe ich auch mit Amo und Lukas zusammengezockt. Lasst ein Like, ein Abo da, wie immer. Bis dahin, einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.